Okay, dann schauen wir uns heute mal eine Prüfungsaufgabe zum Thema quadratische Gleichungen und Parabeln an. Die Normalparabel P1 hat diese Funktionsgleichung. Y ist x hoch 2 plus 6x plus 1. Plus 7. Aufgabe A. Berechnen Sie die Koordinaten des Scheitelpunkts. Das hier ist die Normalform. Da steht der x-Quadrat, da steht eine Zahl mit einem x und da steht nur eine Zahl. Das nennt man Normalform. Hier kann ich nicht ablesen, wo die Parabel einzuzeichnen ist. Ich kann nur sagen, da vorne ist ein Plus, also geht sie nach oben auf. Das jetzt überzuführen in die Scheitelpunktform benötigt die sogenannte quadratische Ergänzung. Die funktioniert so, dass ich die ersten zwei Glieder, das quadratische und das lineare Glied, abschreibe. Und das wird jetzt ergänzt zu einer binomischen Formel. Dazu brauche ich die Hälfte dieser Zahl zum Quadrat. Die Hälfte dieser Zahl ist 3. 3 hoch 2 ist 9. Wenn ich in einer Gleichung einfach 9 dazu zähle, muss ich das auch sofort wieder abziehen, sonst ist es ja nicht mehr gleich. Den 7er darf ich nicht vergessen. Warum schreibe ich jetzt hier plus 9 minus 9? Der Grund ist der, diese drei Teile hier sind Teil einer binomischen Formel nach dem Muster a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das ist dieses Muster. Und das ist, steht auch in deiner Formelsammlung, a plus b in Klammern hoch 2. Ich brauche also, wenn das hier a Quadrat ist und das hier b Quadrat, jeweils die Wurzel. Die Wurzel aus x Quadrat ist x, die Wurzel aus 9 ist 3. Es sind hier 2 plus, es handelt sich also um die erste binomische Formel. In Klammern hoch 2, so wie es in der Formelsammlung auch steht. Minus 9 plus 7 ist minus 2. Jetzt habe ich die sogenannte Scheitelpunktform. Wenn ich weiß, wo die Informationen versteckt sind, ist es nicht schwer. Da vorne ist ein Plus, das bedeutet, die Parabel ist nach oben offen. Der Scheitelpunkt, also der unterste Punkt einer nach oben geöffneten Parabel, liegt bei, das muss ich jetzt hier rauslesen können, der Scheitelpunkt liegt bei dieser Zahl muss ich das Vorzeichen umdrehen, minus 3, diese Zahl kann ich abschreiben, minus 2. Jetzt kann ich die Parabel, das wäre so eine Parabel, die lege ich jetzt an den Punkt minus 3, minus 2 und kann sie zeichnen. Das war Aufgabe A. Was wollen die von uns bei Aufgabe B? Sie verraten uns zwei Punkte und sie verraten uns, dass die Parabel nach unten aufgeht. Und ich soll aus diesen drei Informationen die Normalform berechnen. So etwas hier. Das geht auch nach einem strengen Muster. Und zwar werde ich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten mir generieren. Wie geht das? Ich schreibe in die Normalform, ich schreibe jetzt einmal die Normalform her. Da ist da ein x². Übrigens, unsere Parabel geht nach unten auf, also ein Minus davor. Plus, dann steht hier immer eine Zahl und ein x. Die Zahl nenne ich jetzt einmal px. Und da hinten steht noch eine Zahl, die nenne ich q. Und das zweimal. Auch wieder mit Minus. Plus px plus q. Was mache ich damit? Ich setze meine zwei Punkte ein. Den Punkt 1, da setze ich das hier für x und den 2er fürs y. Und bei der zweiten Gleichung mache ich dasselbe. Der 1er kommt hier fürs x hin und der minus 6er fürs y. Also, konzentrieren. Y ist hier 2. 2 ist gleich. Vorsicht, jetzt kommt hier minus 3 hoch 2. Minus 3 hoch 2 ist 9, aber ein Minus davor. Also minus 9. Plus minus 3p, also minus 3p plus q. Zweite Gleichung. Ich setze das minus 6 für y. Ich setze den 1er hier fürs x. 1 hoch 2 ist 1, aber ein Minus davor. Minus 1. Dann plus einmal p plus q. Das sind meine zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Ich kann das jetzt mit den bekannten Verfahren, Gleichsetzungsverfahren, Einsetzungsverfahren oder aber auch Additions- und Subtraktionsverfahren lösen. Ich mache hier
tatsächlich immer dasselbe. Ich löse meine erste Gleichung nach Q auf und setze das in die zweite Gleichung dann ein. Also die erste Gleichung nach Q auflösen. Erste Gleichung. Ich rechne plus 9 und plus 3p. Dann wandert das hier rüber und das auch. Dann steht hier 2 plus 9 plus 3p ist q. Man könnte auch schreiben 11 plus 3p ist q. Das ist q. Das setze ich jetzt in der zweiten für q ein. Also in der zweiten schreibe ich erst einmal alles ab. Und jetzt käme das q, da schreibe ich das hier hin. Plus 11 plus 3p. Das kann ich jetzt ausrechnen und komme dann zu p. Minus 6 ist gleich minus 1 plus 11 ist 10 plus 4p. Minus 10 minus 16 ist 4p geteilt durch 4. Dann steht da minus 4 ist p. Schön, p habe ich schon. Q bekomme ich raus, wenn ich mir eine dieser ganzen Gleichungen aussuche, wo ich möglichst ohne viel Aufwand Q rauskriege. Das ist das hier. Wenn ich minus 4 hier einsetze, kann ich das sofort, das ist die Gleichung 1, da schreibe ich 11 plus 3 mal minus 4 ist Q. 11 plus 3 mal minus 4, 3 mal minus 4 ist minus 12. Also 11 minus 12 ist Q. Minus 1 ist Q. Minus 1 ist Q. Jetzt habe ich, was ich wollte, nämlich P und Q. Was war P und Q? Das waren die beiden Variablen, die ich brauche, um eine Normalform aufzuschreiben. Also aus dieser und dieser Info bastel ich mir jetzt y ist gleich minus x Quadrat. Minus, weil die Parabel da unten aufgeht. Dann kommt px, also minus 4x, plus q, also minus 1. Das ist die Normalform von der zweiten Parabel. Das war Aufgabe b. C. Ich soll rechnerisch die Koordinaten des Scheitelpunktes der zweiten Parabel herausfinden. Das, was ich hier oben gemacht habe, mit der ersten Parabel, das zu ergänzen zu einer binomischen Formel und dann den Scheitelpunkt rauszukriegen, mache ich jetzt hier auch. Wie geht das? Ich schreibe jetzt das erst einmal hier rüber. Das ist die Aufgabe C. Also, min y ist gleich minus x Quadrat minus 4x minus 1. Zunächst ist das jetzt einmal eine relativ knifflige Veranstaltung, denn ich habe ein Minus davon, das will ich nicht. Ich klammere das Minus aus. Dadurch entsteht hier drin ein Ausdruck, bei dem ich die Vorzeichen umdrehe. Aus minus x² wird x², aus minus 4x wird plus 4x und aus minus 1 wird plus 1. Hier drin mache ich den Trick, den ich auch hier oben gemacht habe. Und das Minus und die Klammer, das schaue ich mir später an. Also wie ging der Trick? Die ersten zwei Elemente abschreiben. Die Hälfte von dem hier zum Quadrat, die Hälfte ist 2, 2 hoch 2 ist 4. Plus 4, minus 4, sofort wieder abziehen und das plus 1 nicht vergessen. Jetzt kann ich aus diesen drei Teilen meine erste binomische Formel machen, nach dem Muster hier. Also steht da minus x plus 2 hoch 2. Und jetzt kommt's, wenn ich diese Klammer hier nach vorne verschiebe, das habe ich ja hier gemacht, dann drehen sich die zwei Vorzeichen noch mehr um. Hier steht also plus 4 minus 1. Y ist dann minus x plus 2 hoch 2 plus 3. Der Scheitelpunkt, den lese ich wieder nach demselben Trick ab wie hier. Der Scheitelpunkt liegt bei, hier das Vorzeichen umdrehen, minus 2, 3. Den Scheitelpunkt, glaube ich, wollten die gar nicht. Die wollten nur, doch, die Koordinaten des Scheitelpunktes. Das sind sie. Jetzt die zwei Graphen zeichnen ist leicht. Ich muss einmal meine Schablone auf diesen Punkt legen und nach oben zeichnen. Und dann lege ich meine Schablone auf diesen Punkt und zeichne nach unten. Das sieht so aus. Da ist der Punkt, der Scheitelpunkt von der minus 2, 3. Das ist der hier. Und die Parabel geht nach unten. Und von dem anderen ist bei minus 3, minus 2 und die Parabel nach oben.
Man sieht hier schon die Schnittpunkte und man kann auch ablesen, der ist bei minus 1, 2 und der ist bei minus 4, minus 1, die Schnittpunkte. Aber die soll ich bei E eben noch berechnen, nicht von der Zeichnung ablesen. Wie geht jetzt das? Schnittpunkte werden dadurch berechnet, dass man Gleichungen gleichsetzt. Ich schreibe also die erste Normalform ist gleich und dann die zweite Normalform. Dann steht da, die erste Normalform war x² plus 6x plus 7 ist gleich, denn dort, wo sie sich schneiden, sind sie gleich. Die zweite Normalform, die hatten wir rausgebracht, minus x² minus 4x minus 1. Das jetzt auszurechnen, geht auch noch am strengen, relativ strengen Muster. Ich muss mich entscheiden, schmeiße ich alle Elemente der Gleichung nach links oder rechts. Ich schmeiße jetzt einmal diese 3 auf diese Seite. Also rechne ich plus x hoch 2, das ist die Gegenaufgabe. Dann rechne ich noch plus 4x und plus 1. Dann steht hier drüben 2x hoch 2, 6x und noch 4 sind schon 10x. Und 7 und noch 1 ist 8, plus 8 ist 0. Jetzt kann ich mit einer Lösungsformel, die so lautet, die steht auch in deiner Formelsammlung, minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac durch 2a. Was sind das für Buchstaben? Die Zahl beim x Quadrat ist das a, die Zahl beim x ist die 10, ist das b und die letzte Zahl hinten ist c. Könnte ich jetzt so einsetzen und zu zwei Lösungen kommen oder zu einer oder zu gar keiner Lösung. Warum das so ist, zwei Parabeln können sich so schneiden und haben zwei Schnittpunkte. Zwei Parabeln können sich aber auch zum Beispiel so schneiden, dann ist es nur ein Schnittpunkt. Und natürlich gibt es noch den Fall, dass sich zwei Parabeln gar nicht schneiden. Jetzt schauen wir mal, wir müssten ja laut Zeichnung zwei Lösungen bekommen. Ich kann die Zahlen mir hier noch einfacher machen, indem ich geteilt durch 2 teile. Das sind gerade Zahlen. Ich muss alle 4 Elemente durch 2 teilen. Dann steht hier x² plus 5x plus 4. 0 geteilt durch 2 ist immer nur 0. Jetzt sind meine Zahlen kleiner. Also setze ich jetzt hier ein. x1, 2 ist, das ist b. Minus b ist also minus 5. Plus minus die Wurzel aus b hoch 2 ist 25. Minus 4 mal a mal c, minus 4 mal 1 mal 4, minus 4 mal 1 mal 4, das ist minus 16, geteilt durch 2a, a ist 1, also durch 2. x1, 2 ist minus 5 plus minus 25 minus 16 ist 9, geteilt durch 2. x1, 2 ist minus 5 plus minus Wurzel aus 9 ist 3 durch 2. Ich bekomme 2x-Werte. Einmal rechne ich plus. Minus 5 plus 3 ist minus 2 durch 2 ist minus 1. Und beim zweiten Mal rechne ich minus 5 minus 3, das ist minus 8, geteilt durch 2 ist minus 4. Von meinen beiden Schnittpunkten habe ich jetzt jeweils den x-Wert. Was noch fehlt, ist der y-Wert. Ich nehme meine Werte und setze in eine der beiden Parabeln ein. Ich nehme die vordere. Y ist, Schnittpunkt, also Y vom ersten. Ich setze hier ein, minus 1 hoch 2 plus 6 mal minus 1 plus 7 ist 1 minus 6 plus 7. Da kommt raus 2. Also ist mein Schnittpunkt 1 bei minus 1 und 2. Selbes Spiel mit dem zweiten x-Wert. y2 ist dann, ich setze minus 4 ein, minus 4 hoch 2 plus 6 mal minus 4 plus 7. Was wird jetzt da rauskommen? 16 minus 20 plus 7. Sechs mal 4 ist 24. Plus 7 ist minus 1. Mein Schnittpunkt 2 liegt also bei minus 4, minus 1.
wenn ich das nochmal mit meiner Zeichnung vergleiche, ob meine errechneten Schnittpunkte übereinstimmen. Der Schnittpunkt 1 ist bei minus 4, minus 1, das ist der hier. Und der andere ist bei minus 1, 2, stimmt also. Okay.